das ist so einer der berühmten Strände von Aruba. Nee, weißer Sand. Sagen wir. Yeah. I want you to pay attention to the gentleman right in front of you. I want you to pay attention to the gentleman in front of you. He's going to show you how it's done. So, pay attention. It goes like this. Go this. 1, 2, 3. Dushy boom boom, shake it baby. Boom boom. Come on ladies, at the count of three. 1, 2, 3. Dushy boom boom, shake it baby. Boom boom. I don't know, I'm not convinced yet. We gotta try this one more time. At the count of three. 1, 2, 3. Dushy boom boom, shake it baby. Boom boom. Very good, big applause for the ladies. You're gonna miss the flow.
confusion. Nemo. Yeah. Oh, and Dory, really? No. I'd like to, but... What are you seeing a clownfish here? Huh? A couple of clowns up here, too. Yeah. A couple of us clowns don't have much here. You good? I don't know. Just let her go. Let her rip. Let her go, huh? See how cold it is. 87 degrees. Ja, schnorcheln die eine Menge. Schnorchler. Ob die wirklich was sehen, außer Wasser oder Sand unten am Boden, weiß ich nicht. Aus dem Hafen Aruba. Von unserem Kreuzfahrtschiff vom Balkon aus haben wir also den Snorkel-Ausflug hinter uns gebracht und zwei, dreimal erhalten zum Schnorcheln. Aber selbst sieht so einfach aus, selbst das muss man auch irgendwie noch ein bisschen lernen. Das erste, was ich gemacht habe, war Salzwasser schlucken. Das sind hier so die typischen Gebäude von Aruba. Das ist hier Oranjestadt, die in jedem Katalog erscheinen. Pinkfarbe oder wie sich das nennt. Also von halten soll. Also nicht genau. Dieser Teil des Hafens gefällt mir also wiederum besser.
Hause eben tatsächlich mit dem Bötchen rausfahren, um dann auch so die Strände, die Aruba hat, genießen zu können. Wir hätten jetzt zwar noch die Möglichkeit, die Stadt hier, romantische Stadt kennenzulernen, aber nach unserem Schnorchelerlebnis, wir waren also 5 Stunden auf See, eine Zeit im Wasser geschwommen, in der Sonne gebrütet, das reicht mir erstmal. Jetzt sitzen wir erstmal gemütlich auf dem Balkon und können wir mal ein Badweiser reinziehen. Und dann warten wir mal, was morgen auf uns zukommt. Morgen geht es nach, nach Curaçao. Ja. Also ich habe immer angenommen, dass diese Insel Aruba hier zu den Niederländischen Antillen gehört. Ganz sicher, ob das stimmt. Also keine gelben Kennzeichen, kein Holländisch, weder in Schrift noch in Sprachen. Oder aber die wollen da nichts mit zu tun haben, ja, auch gut. Aber was sie wollen oder nicht, ist eine andere Frage, wenn sie unter holländischer Verwaltung stehen. Aber so dann auch hier. Die ganzen Abrechnungen und so, alles schön in Dollar, nicht etwa in Euro. Das wäre normalerweise das Euroland eigentlich, wenn Aruba zu den holländischen Antillen gehört. Und vielleicht ist das Curaçao. Morgen weiß ich mehr.